Wo ist mein Stuhl hin, auf den ich mich jetzt professionell setzen wollte? Scheiße. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Und als allererstes muss ich sagen, ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen, nachdem ich die letzten Kommentare gelesen hatte. Ich hatte mir schon so viel Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt mit den Kanälen mache. Und ihr habt, also muss ich mal wieder sagen, es ist so eine geile Community. Man merkt richtig, was für, wie soll ich sagen, intelligente Leute auch hinter diesem Publikum stehen. Weil man einfach merkt, dass ihr einfach super korrekt seid und auch das unterstützt, was ich mir jetzt quasi vorgenommen hatte. Das heißt, ich werde jetzt diese Videos, auch diese 3D-Druck-Vlog-Videos einfach auf diesem Kanal jetzt immer hochladen und einfach vorne in den Klammern reinschreiben, entweder Vlog oder irgendwie einen Begriff für diese Art Videos, die halt nicht 1000% bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind. Ja, ihr wolltet, oder zumindest einer der Kommentare oder einer der Zuschauer wollte sehen, wie ich mit meinem E-Scooter hier reinfahre. Das habt ihr jetzt bekommen, bitteschön, da steht er und ich bin reingefahren. Wenn euch das interessiert, kann ich euch dazu auch mal ganz kurz ein Video drehen, was ich mir da geholt habe und wie das Ganze so funktioniert. Was ich heute vorhab, ist, ich hatte die letzten Tage ein paar Probleme mit unter anderem TPU. Das habe ich gedruckt und hatte da ein paar Fehlerbilder oder Druckfehler im Druckbild. Kann man das so nennen? Ich denke schon. Das werden wir uns gleich mal angucken. Ich habe den Fehler auf jeden Fall gefunden. Und falls ihr denselben Fehler schon mal hattet, können wir den zusammen lösen. Und das nächste, was ich jetzt sofort machen werde, ist 3D-Druck oder besser gesagt dieser FDM-Druck, der verursacht ja aufgrund seines Verfahrens Rillen im Bauteil. Was heißt Rillen? Aber man sieht halt die einzelnen Layer bei einigen Filamentfarben stärker als bei anderen. Grau zum Beispiel hier, Staubgrau von Material for Print. Ist natürlich der absolute Todeskandidat. Da siehst du halt wirklich jeden Fehler. Und dann habe ich hier noch so ein paar weiß gedruckte Bauteile. Und auch dort sieht man relativ stark die Rillen, wenn man jetzt gegen das Licht guckt. Das sieht immer, wenn man sich das so anguckt, schlimmer aus, als es eigentlich ist. Und deswegen dachte ich mir, probieren wir heute mal was aus. Ich kenne von meinem alten Job noch das Verfahren, das heißt LAP-Strahlen. Das ist, wenn man erodierte Teile, falls ihr da wissen wollt, was das ist, gebt einfach mal Erodiertechnik ein bei Google, dann findet ihr genau das Verfahren. Konnte man die Teile nach dem Erodieren LAP-strahlen und das war mit einem ganz feinen Pulver, konnte man die Oberfläche von Stahlteilen nochmal lappen. Ich habe hier hinten in meiner Halle, ganz hinten in der Ecke, habe ich eine Sandstrahlanlage, da ist Kunststoffgranulat drin, da haben wir auch schon ein kleines Pocketbike drin gesandstrahlt. Das war ganz lustig mit Marco zusammen, der hier im Hintergrund sitzt und ein bisschen bastelt. Und da wollte ich jetzt die Teile, diese Kunststoffteile einfach mal nehmen, reinhauen in diese Kiste und dann mit ganz wenig Bar anfangen, dieses Teil damit zu bearbeiten, mit diesem Kunststoffgranulat, was da drin ist. Ich glaube, Glasperlen wären besser, aber wir versuchen es einfach mal und gucken mal, wie das Teil vorher und nachher aussieht. Also es ist jetzt einfach mal ein Versuch, den ich vorher auch noch nicht gemacht habe. Wenn das klappt, wäre das natürlich super, dann kann man die Teile noch mal ein bisschen verschönern im Nachhinein. Wenn nicht, ja, muss man halt noch ein bisschen experimentieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme die Teile und wir gehen einmal rüber in die Nachbarwerkstatt. Vielen Dank auch an die YouTuber, die mich jetzt angeschrieben haben per E-Mail und auch angerufen haben. Ich nenne jetzt nicht alle und die haben gesagt nach dem letzten Video, die haben genau das gleiche Problem wie ich und sie finden es super, dass ich das einfach mal so angesprochen habe und mussten auch ein bisschen schmunzeln, dass sie dieselben oder dass ich dieselben Probleme habe wie die jetzt momentan auch. Ja, vielen Dank auch in dem Punkt für eure Zustimmung. So, jetzt aber Teile nehmen und rübergehen. Kurz nebenbei, hier entsteht übrigens unsere nächste Halle, die wir jetzt angemietet haben. Hier steht natürlich noch alles voll mit Gerümpel. Oh, ich habe hier gerade die Kamera verstellt, so ist besser. Hier das Ganze wird noch leergeräumt, hier kommt nochmal ein zweites komplettes Lager hin. Hier soll dann eine kleine Trennwand entstehen, die geht hier so rum und dann hier hoch. Hier haben wir noch einen fetten Kran drin stehen. Ich weiß nicht, ich glaube, brauchen tun wir den nicht, aber es kann nicht schaden, dass man ihn hat. Der große Stahltisch, den ich euch in meinen Vlog-Videos schon mal gezeigt hatte, der bleibt hier stehen. Der ist komplett aus einer fetten Stahlplatte verschweißt mit einem Stahlgerüst, sag ich mal, oder mit einem Stahlaufbau. Also das ist ein Teil dieser ganze Tisch. Und hier hinten soll dann eine kleine 3D-Druckproduktion quasi reinkommen, die dann hier, wozu dann auch der Tisch hier genutzt wird. Hier müssen wir aber, wie gesagt, noch ein bisschen aufräumen und alles beiseite hauen. Jetzt machen wir aber erstmal die Luft an. Für diese Sandstrahlanlage brauche ich hier nämlich Luft auf der Etage. Und das ist hier dieser riesengroße Hebel. Ich glaube, es war der hier. Oh Gott. Alter, das ist immer so super laut, ne? Wenn diese ganze Etage hier mit Luft gefüllt wird. Echt übel.
So, und jetzt müssen wir da rein, da ist nämlich die Sandstrahlanlage drin. So, das ist ein bisschen düster hier und das pfeift auch ein bisschen. Ich lege mal die Teile hier an. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier Licht ankriege. Ich glaube, das war der. Jawohl. Ja, das ist die besagte Sandstrahlanlage. Gucken wir mal rein. Und hier ist jetzt, oh, das staubt. Es ist schon ein bisschen rot, weil wir ein rotes Pocketbike hier gesandstrahlt haben oder zumindest den Lack. Aber die Kügelchen, die hier drin sind, das ist Kunststoffgranulat. Ich hoffe, ich versaue mir jetzt nicht meine weißen Teile. Aber ich will eigentlich nur sehen, wie die Oberfläche aussieht. Ja, warte, ich drehe mal ganz kurz um. So, ich habe leider keinen Screen, den ich drehen kann. Das heißt, ich muss hoffen, dass alles im Bild ist. Ja, die Kamera kann ich nicht reinstellen. Dafür ist mir die Kamera dann doch ein bisschen zu teuer. Das heißt, ihr werdet mir von außerhalb zugucken müssen. Ey, das ist hier echt eine Schatzkammer. Hier sind alle Maschinen drin. Oh. Die Teile werde ich jetzt reinpacken und einfach mal sandstrahlen. Und ich zeige euch das Ergebnis dann im Nachhinein einfach. Hätte ich jetzt eine GoPro, könnte ich die da hinten reinschmeißen, aber habe ich leider nicht. Ich fange mal an mit diesem grauen Benchy und werde mal versuchen, eine Seite zu sandstrahlen und die andere, die lasse ich einfach so. Ist das laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich fange jetzt mal an mit 2 Bar, also ganz wenig, und dann kämpfe ich mich hoch. Also 2 Bar ist zu wenig. Gehen wir mal auf 4 hoch. Ist das viel. Der Unterschied von 2 zu 4 ist ja extrem. Boah, das ist zu viel. Da fliegt mir das ganze Teil auseinander. Nehmen wir mal 3. Na, 3 ist schon wieder viel zu wenig. 3,5. Okay, volle Power. So, dann werde ich das Ganze noch ein bisschen abspülen von der alten, von dem ganzen Granulat, was da jetzt dran ist. Okay, ich hoffe, man erkennt das jetzt mit dem Objektiv und auch mit den Lichteinstellungen. Also hier rechts, das ist das unbehandelte Teil, so kam es aus dem Drucker raus. Man sieht hier auch schon, hier sind so leichte Rillen drin. Ich bin aber, Achtung, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier meinen Messschieber mal so rüberhalte, testweise, und mir das dann mal so angucke, das sieht man jetzt wahrscheinlich schwierig, dann sind das wirklich, das ist so wenig, das sieht optisch halt einfach nur nicht schön aus, aber ist maßtechnisch überhaupt kein Problem. Egal, auf jeden Fall ist das Teil, was ich jetzt gerade gesandstrahlt habe oder gekunststoffstrahlt, besser gesagt. Also man sieht diese Rillen, diese großen, die kriegt man damit nicht weg. Aber was man hinkriegt, ist, man kriegt diese einzelnen Layer, die man jetzt zum Beispiel hier an den Radien hat, die kriegt man richtig schön verwaschen. Also das sieht dann fast schon aus wie so ein SLS-Teil. Gut, wenn die Rillen jetzt hier nicht wären, aber es sieht richtig schön weich aus. Und so war ja auch die Hoffnung oder die Vermutung, besser gesagt. Wie gesagt, die dicken Rillen kriegt man nicht raus. Aber so leichte Druckfehler, sage ich mal, ein paar Blobs und diese einzelnen Layer, gerade hier so an den Radien, kriegt man damit auf jeden Fall ganz gut weg. Ich habe es jetzt ausprobiert mit, angefangen 2 Bar, da ist überhaupt nichts passiert und bin dann hochgegangen. Also ich bin schlussendlich dann doch bei 6 Bar gelandet und bin einfach ein Stück weiter weggegangen mit dem Bauteil, um das jetzt so zu erreichen. Diesen Rotstich, den würde man wegkriegen, wenn man jetzt da wirklich bloß reines weißes Granulat drin hätte. Ich hatte jetzt aber leider auch schon Farbe damit abgestrahlt und deswegen sind diese Farbpartikel jetzt hier auch ein bisschen mit drin. Also es ist auf jeden Fall cool, es funktioniert. Das ist jetzt hier PETG, jetzt kommt PLA. Und bei PLA entsteht das große Problem, das ist jetzt auch nicht das allerschönste Mensch hier, aber hier sieht man es. Und zwar durch die Reibungsenergie, die entsteht, wenn diese Kunststoffteile hier raufprallen und wieder abspringen, wird das PLA anscheinend so weich oder so warm, dass es weich wird. Und dann sieht man hier zum Beispiel diese, ich weiß nicht, erkennt man das hier, diese Beule jetzt in der Spitze vorne. Also PLA ist da jetzt nicht so gut für geeignet, aber wenn man die Barzahl jetzt ein bisschen runter oder den Druck ein bisschen runterregeln würde, könnte man wahrscheinlich auch PLA damit vorsichtig glätten, wenn man jetzt nicht zu dicht rangeht. Aber das Bench ist echt nicht so schön. Weg damit. Okay, also das mit dem, bin ich hoch. Das mit dem Sandstrahlen hat auf jeden Fall funktioniert. Ich werde da noch neues Granulat besorgen, komplett weißes, dass man dann auch wirklich dort nur weiße und transparente Bauteile sandstrahlt und sich die Teile dann auch nicht verfärben. Mit der Barzahl bin ich jetzt, wie gesagt, bei 6 Bar gelandet und das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, außer PLA, das war jetzt nicht so der Renner, das wird da einfach zu weich. Es geht wahrscheinlich auch, wenn man es einfach dann ein bisschen
vorsichtiger macht, mit der Düse ein bisschen weiter weggeht oder die Barzahl ein bisschen verringert. So, das ist auf jeden Fall Müll. Das nächste Problem, was ich hatte, was heißt Problem? Das erste war ja kein Problem, es war eher ein Versuch. Aber das letzte Problem, was ich hatte, ist vorgestern aufgetreten. Und zwar habe ich hier, man sieht es schon, von Extruder habe ich TPU gedruckt. Und zwar ist das hier das Flex Medium in Neon Orange, weil das halt super passt zu dem Eigenbaudrucker. Und was ich da drucken wollte, waren so kleine Winkel, die hier oben auf diesen Drucker dann montiert werden. Denn normalerweise sitzt ja oben auf diesem Drucker, ich kann euch das einmal gleich nochmal zeigen, da sitzt eigentlich diese Polycarbonatscheibe mit einer kleinen Dichtung oben drauf. Die dichtet den Drucker nach oben hin ab, sodass dann die warme Luft in den Drucker schön sich anstaut. Für PLA und für PETG ist das nicht ganz so günstig, wenn sich die Hitze da so in dem Drucker staut. Überhänge werden dann etwas schwieriger gedruckt oder nicht ganz so sauber, weil es halt einfach zu warm in dem Drucker wird. Deswegen dachte ich mir, Mensch, wie kriegst du denn diese Scheibe da schnell quasi ab von dem Drucker? Und dann hatte ich erst überlegt, ob ich da auch so eine Dämpfer einbaue, wie einige das gemacht haben. Aber dann dachte ich mir, oh, dann brauchst du wieder zusätzlich Dämpfer. Die sind jetzt auch nicht günstig, die musst du einbauen. Da muss eine Halterung für gemacht werden. Und das war mir irgendwie ein Hauch zu kompliziert, sage ich mal. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache einfach oben diese Winkel aus TPU, mache eine kleine Nase ran oben, sodass man das einfach so plopp ausklipsen kann aus diesem Drucker. Ich werde noch einen Livestream machen, wo ich die Dinge einbaue und mal teste. Einfach nur, um mein Setup jetzt hier gleich nochmal so ein bisschen aufzubauen und einfach auch dieses Livestream-Setup einfach generell auch mal wieder ein bisschen zu nutzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist passiert? Die ersten Winkel, die ich gedruckt hatte, die wurden extrem krischelig und pickelig. Ich zeige euch das gleich einmal in der Nahaufnahme. Also das sah irgendwie sehr mysteriös aus. Und ich habe, wie gesagt, hier sind so die Versuche, die ich dann gedruckt hatte. Ich hatte dann überlegt, ist eventuell das TPU zu feucht, hat das Feuchtigkeit gezogen, habe dann die Rolle in den Backofen gehauen und wollte schon anfangen, die Rolle zu trocknen, habe dann aber nochmal gegoogelt und gesehen, dass TPU, ich glaube, 1-3% Feuchtigkeit bloß zieht. Also dachte ich mir, daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Ich meine, die Dinger sollten eigentlich nicht so viel Feuchtigkeit ziehen, dass es im Druckbild sich bemerkbar macht. Was habe ich dann einfach schlussendlich gemacht? Ich habe den Druck nochmal gestartet und bin dann einfach mit der Temperatur runtergegangen auf 190 Grad. Dann hat der Extruder geklackert und dann habe ich schrittweise einfach die Temperatur in 5 Grad Schritten erhöht, bis es wieder funktioniert hat. Dann wusste ich, okay, ich bin definitiv nicht zu kalt und auch noch nicht zu heiß, weil ich genau in dem Moment angekommen bin, wo das Filament extrudiert wird und quasi nicht stecken bleibt. Ja, und siehe da, das war auch schon die Lösung. Also so mache ich das oft, dass ich einfach während des Druckes mit den Parametern rumspiele. Der Grund war nämlich schlussendlich, ich habe das TPU zu heiß gedruckt und ich habe das dann auch gesehen, als ich die Temperatur hochgeregelt hatte. Auf bis 250 Grad bin ich hochgegangen und je höher die Temperatur war, die ich eingestellt hatte, desto mehr Pickel haben sich dann gebildet. Also es hat dann irgendwann richtig angefangen zu knistern. Also da hat sich der Kunststoff bzw. das TPU dann schon chemisch zersetzt. Das hatte mich ein ganz bisschen gewundert, weil auf der Seite von Extruder ist angegeben 230 bis 250 Grad, glaube ich. Also ich bin dann gelandet bei 220, wo ich ein gutes Druckbild hatte. Ja, weiß ich nicht, ob mein Drucker da vielleicht falsche Werte anzeigt oder ob Extruder da vielleicht ein bisschen oder ein paar Abweichungen hat. Auf jeden Fall hat das Problem gelöst. Das heißt, wenn ihr Pickel in euren Druckbildern habt, kann es natürlich immer Feuchtigkeit sein, gerade bei Nylon, das ist ja ganz extrem. Aber bei anderen Kunststoffen kann es auch sein, dass ihr das Zeug einfach zu heiß druckt. Das heißt, druckt einfach mal euer Bauteil und spielt während des Druckes mit den Temperaturen, geht einfach mal extrem weit runter und extrem weit hoch und macht dann eine kleine Stufe rein, 5 Grad zum Beispiel, wo ihr dann die Drucktemperatur anpasst. Und dann sieht man relativ schnell schon nach ein paar Bahnen, ob sich das Druckbild deutlich verbessert oder nicht. Die Teile sind jetzt hier auf jeden Fall einwandfrei. Also nochmal vielen Dank für die super, super netten Kommentare unter dem letzten Video. Da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil das doch ein Thema war, wo ich echt viel überlegt hatte, wie ich das in Zukunft jetzt mache. Und ich merke auch schon, in diesem Video bin ich deutlich befreiter, was das angeht, was ich jetzt quasi filmen kann, ohne großartig mich darauf vorzubereiten, weil ich einfach das zeige, was hier so den ganzen Tag über passiert und auch welche Probleme hier bei uns auftreten und auch wie sie gelöst werden. Ja, ich werde jetzt diese beiden Winkel oben nochmal gleich drucken, weil beim ersten Mal habe ich zu wenig Deckschichten genommen. Das heißt, die sind nicht ganz so sauber geworden. Und dann werde ich hier das Livestream-Setup nochmal ein bisschen anpassen und verändern, weil wir haben uns so eine Mühe gegeben, hier dieses Livestream-Setup aufzubauen und wir nutzen das viel zu wenig. Das heißt, wenn ich mit dem Videoschnitt von diesem Video gleich relativ zügig vorankomme, überlege ich, ob ich noch einen ganz kurzen Livestream mache, wie ich diese Winkel einbaue. Einfach mal ganz kurz, um die Kiste nochmal anzuschmeißen. Und dann sehen wir uns da eventuell. Danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich im nächsten Video.
Thank you.